Hey, Johannes hier von newgadgets.de und heute bin ich in der Schweiz, genau gesagt in Verbier, um mir den neuen Audi Q7 anzuschauen, den größten SUV aus dem Hause Audi. Und in diesem Video schauen wir uns das Fahrzeug im Detail an. Außerdem lasse ich mir hier nochmal die Fahrerassistenzsysteme demonstrieren, die hier verbaut sind. Und Audi hat hier das Neueste vom Neuesten aus dem Bereich Infotainment verbaut und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber bei diesem guten Wetter steigen wir jetzt erstmal ein und fahren eine Runde. Wie auch beim Audi TT ist die Front kantiger geworden, was mir sehr gut gefällt. Dadurch wirkt der Wagen einfach aggressiver und sportlicher. Außerdem sehen wir hier auch die Matrix-LED-Scheinwerfer. Wir fahren jetzt hier den 3-Liter TDI Quattro. Der verfügt über einen V6, 8-stufige Tiptronic, hat eine maximale Leistung von 160 kW, das sind 218 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 500 Newtonmeter und die Höchstgeschwindigkeit 216 km pro Stunde. Und von 0 auf 100 beschleunigt der Wagen in 7,4 Sekunden. Hier an der Seite könnt ihr auch nochmal das kantigere Design mit den harten Linien sehen. Und falls ihr euch fragt, was hier für Reifen montiert sind, das sind 19 Zoll Felgen mit 255er, 55er Bereifung. Und die silberne Zierleiste im unteren Bereich verfügt auch noch über den Quattro-Schriftzug. Hier haben wir das Heck mit leichtem Diffusor, wie man sehen kann. Und die doppelflutige Auspuffanlage unterstreicht auch nochmal, dass wir hier ein Sports Utility Vehicle fahren. Also ein für seine Klasse sportliches Auto. Der Kofferraum geht natürlich automatisch auf. Ich habe ein bisschen Gepäck dabei, aber wie man sehen kann, würde da noch viel mehr reinpassen. Was auch interessant ist, wir können hier eine dritte Sitzreihe konfigurieren und dann passen hier bis zu 7 Personen rein. Auch ganz interessant für Familien, könnt ihr bis zu 6 Kindersitze verbauen. So, hinten ist genügend Beinfreiheit, auch Kopffreiheit, also wirklich sehr viel. Und hier können bequem 3 Personen sitzen. 2 12-Volt-Anschlüsse auf der Rückseite, außerdem ein Ablagefach, Netztaschen und Aschenbecher. Wenn hinten nur 2 Personen sitzen, kann man natürlich hier auch noch eine Mittelarmlehne herunterklappen mit Getränkehalter. Und von den Sitzen, die hier verbaut sind, die haben so eine schöne Leder- und Alcantara-Kombination. So, ich hatte ja versprochen, dass wir uns das Infotainment anschauen. Da hat Audi auf jeden Fall sehr coole Features verbaut. Vor allem für Android- und Apple-User. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das erste, was auffällt, wenn man sich reinsetzt, ja, man schaut dahin, wo der Tacho normalerweise ist und sieht nichts, also es ist schwarz. Das liegt daran, dass hier ein Audi Virtual Cockpit verbaut ist. Dabei handelt es sich um einen voll digitalen Tacho, also wir haben hier ein 12,3 Zoll HD-Display und das zeigt uns alle nötigen Informationen an. Das Virtual Cockpit wurde erstmals im neuen Audi TT verbaut und kommt jetzt auch hier im neuen Q7 zum Einsatz. Wie man hier sehen kann, haben wir links den Drehzahlmesser und rechts die Geschwindigkeitsanzeige. Also alles wie gehabt, wir haben in der Mitte auch ein Informationsdisplay. Am Lenkrad gibt es dann aber auch noch die Taste View. Wenn wir die drücken, dann wird hier noch mehr Platz gemacht für weitere Informationen, beispielsweise den Verbrauch, Navigationsanzeigen. Und ihr könnt sehen, dass Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ein bisschen kleiner geworden sind. Das ist eben einer der Vorteile, die so ein Digital-Tacho mit sich bringt. Hier lassen wir uns beispielsweise in der Mitte die Navigation anzeigen. Wenn ich jetzt auf den View-Knopf drücke, dann wird diese Navigation größer. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Außerdem verfügt der Audi Q7 auch noch über das MMI Navigation Plus mit MMI Touch. Das hier ist die 8-Gang-Tiptronic, also wir haben hier einen schönen handlichen Schaltknopf. Den Knopf müsst ihr gedrückt halten, dann könnt ihr hier durch die Gänge schalten, also hier rückwärts, neutral oder D oder auch in P. Für P gibt es übrigens dann auch direkt eine Taste, müsst ihr nicht lange suchen. Einfach P drücken, schon seid ihr in der Parkposition. Und hier haben wir natürlich auch noch
die Handbremse. Das MMI Touch ist schön großdimensioniert. Wir haben hier Shortcut-Tasten 1 bis 8. Wir haben hier links und rechts noch eine Taste und hier ein Menü und Back-Button. Also es ist ein Touchpad, was hineingedrückt werden kann. Wir können bei der Navigationszieleingabe hier auch die Orte direkt hineinbuchstabieren. Wird auch sehr gut erkannt. Wir haben hier aber immer noch den Dreh-Drück-Schalter für alle, die dies lieber möchten. Und hier auch noch weitere Shortcut-Buttons für Navigation, Telefon, Radio oder Media. Über dem MMI ist auch noch ein Aschenbecher, den ich als Nichtraucher jetzt eigentlich als Münzfach nutzen würde. Hier in der Armauflage befindet sich auch die Audi Phonebox. Hier könnt ihr beispielsweise euer Smartphone kabellos aufladen. Ihr müsst es einfach nur hier drauflegen. Wir haben hier außerdem zwei USB-Ports und einen Line-In. Und hier könnt ihr dann euer Smartphone aufladen bzw. mit dem Wagen verbinden. Wir haben jetzt ein Testsystem bereits mit einem Android-Smartphone angeschlossen. Ihr seht, das ist über USB verbunden. Und wir sehen dann im MMI schon den Eintrag Android Auto, mit dem wir dann hier mit dem Dreh- und Drückschalter draufgehen können. Auch ganz nett, wenn man auf Android geht, das Ganze schön grün. Bestätigen wir. Und dann kommen wir hier gleich ins Navigationsmenü an. Also hier seht ihr die verschiedenen Menüpunkte. Also wenn wir mit dem Dreh-Drückschalter nach unten gehen, haben wir hier den Menüpunkt Navigation, Telefon, Home, Musik und hier kommen wir wieder zurück. Wir sind jetzt hier in der Navigation drin, können dann beispielsweise Dreh-Drückschalter oben richten und schon können wir hier unser Ziel eingeben. Das Schöne ist, dass auch das MMI Touch dafür benutzt werden kann. Also ich kann hier beispielsweise zeichnen, das seht ihr hier. Zeichnen wir einfach mal Verbier ein, da wo wir jetzt gerade sind. Das Schöne daran ist eben in dem Zeichnen, was ich eben sehr viel schöner finde, als beispielsweise über den Dreh-Drückschalter. Wir können hier das Ganze natürlich auch während der Fahrt machen. Da muss man ja nicht auf das Touchscreen gucken. Das Ganze ist wirklich sehr intuitiv. So, das haben wir jetzt ganz schnell geschrieben. Und hier seht ihr eben das Google Maps, was ihr ja sowieso schon kennt. Wenn wir hier auf Telefon gehen, kommen wir halt natürlich hier unsere Telefonnummern angezeigt. Das ist natürlich ein Testphone, da gibt es nicht viel. Hier haben wir den Homescreen, da sehen wir hier beispielsweise das Wetter. Und im nächsten Menü sehen wir dann unsere Musik und können diese dann direkt abspielen. Und das Ganze dann eben mit dem Android User Interface und nicht mit dem Audi User Interface. Das ist also hier schon mal Android Auto mit dem 9Q7. Das Ganze funktioniert auch mit einem iPhone und Apple CarPlay. Das schauen wir uns jetzt an. Wir haben heute hier ein iPhone 6 im Q7. Wir stecken es an per USB. Starten damit CarPlay automatisch, sodass es auch bei uns im MMI angezeigt wird. Haben dann diverse Funktionalitäten, die uns von Apple angeboten werden. Beispielsweise das Phone-Menü, ein Maps, in dem ich meine Zielführung anstarten kann, sowie ein Spotify, wo ich meine Lieder abspielen kann, die mir gefallen. Genauso wie ein Messages, wo ich auf Anweisung von Siri eine Nachricht schreiben kann. Weiterhin zum Q7. Wir haben ein neues Audi Tablet. Es hat im Welcome Screen die typischen MMI-Funktionalitäten. Darüber hinaus natürlich die gewohnte Applikationswelt eines Android, in dem Fall 4.4. Es hat 32 GB Speicher, kann aber natürlich erweitert werden über einen Micro-SD-Karten-Slot, kann geladen werden, wenn es zu Hause liegt, über Micro-USB, wird aber genauso geladen über die eigentliche Halterung im Auto direkt, hat dann die Funktionalität, die wir auch über WLAN mit dem Fahrzeug verbunden haben, zum Beispiel über Fahrzeuginformationen wie die aktuelle Geschwindigkeit, über den Neigungswinkel, darüber hinaus Eigenschaften wie die Route. Sehr schönes Beispiel an der Stelle ist am Vorabend das Ziel einzugeben für die nächste Route, zum Beispiel Paris, kurze Suche und dann ist es die Möglichkeit am nächsten Morgen diese Route auch direkt ans Fahrzeug zu senden.
dann nur noch akzeptieren und dann kann der Trip schon starten. Außerdem bietet es die Möglichkeiten, den Media-Inhalt aus der Front-Unit wiederzugeben oder halt den Inhalt des Tablets selber. Wie man hier sieht, jetzt wird der Inhalt des Audi-Tablets selber wiedergegeben. Wir haben auch die Möglichkeiten, die einzelnen Quellen der Front-Unit wiederzugeben. Zum Beispiel Jukebox, SD-Karte, TV. Das heißt, der Vater kann seinen Kindern nach hinten die TV-Sender oder die einzelnen Filme, die er vielleicht ausgewählt hat für die Fahrt, nach hinten senden. Zu guter Letzt haben wir in dem Tablet natürlich Automotive-Aspekte hinterlegt, zum Beispiel die Crash-Sicherheit. Das Tablet wird beim Aufprall nicht zerspringen. Es ist temperaturbeständig, sodass auch in heißen Regionen nicht damit zu rechnen ist, dass das Tablet irgendwelchen Schaden nimmt, genauso wie unsere restlichen Komponenten im Fahrzeug. Darüber hinaus hat es eine Beschichtung drauf, dass es gegen Sonneneinstrahlungen resistent ist, sodass immer gewährt ist, einen guten Blick auf seine Filme, Spiele zu haben. So, jetzt bin ich genug gefahren. Jetzt möchte ich mir die Fahrerassistenzsysteme anschauen, denn Audi hat hier einige Assistenten, die für eure Sicherheit sorgen. Und die möchten wir uns jetzt hier gerne mal demonstrieren lassen. PreSense City ist ein kamerabasiertes Warn- und Notbremssystem. Das System ist in der Lage, Unfälle mit Fahrzeugen und Fußgängern zu vermeiden und dabei bis zu 40 km/h Geschwindigkeit zu reduzieren. Gibt es eine kritische Situation, erfolgt als allererstes für den Fahrer eine optisch-akustische Warnung mit dem Ziel, dass der Fahrer die Situation selbst deeskaliert. Im zweiten Schritt erfolgt ein Warnruck. Wenn der Fahrer hier auch nicht übernimmt, erfolgt im letzten Schritt die vollautomatische Bremsung. Mit Setzen des Blinkers überwacht der appige Assistent die Gegenfahrbahn. Dazu verwendet er die Daten der beiden Radarsensoren und der Monokamera. Biegt der Fahrer ab, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkommt, erfolgt ein Bremseingriff. Und dieser Bremseingriff bewirkt, dass das Fahrzeug noch innerhalb der eigenen Fahrspur zum Stehen kommt. Der Parkassistent im neuen Q7 unterstützt den Fahrer beim Längseinparken parallel zur Fahrbahn. Dabei muss der Fahrer lediglich selbst Gas geben und bremsen. Die Lenkunterstützung übernimmt das System. Zusätzlich zum Rückwärts-Einparken kann sich der Fahrer auch beim Ausparken unterstützen lassen. Der Parkassistent im neuen Q7 unterstützt den Fahrer zusätzlich beim Querparken. Dabei kann sich der Fahrer rückwärts in Querparklücken einparken lassen und auch vorwärts einparken. Die Funktion Querverkehrassistent hinten warnt den Fahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke vor querendem Verkehr. Dabei wird der Fahrer in drei Stufen vor einer möglichen Kollision bewarnt. Im ersten Schritt haben wir eine optische Warnung in der Parkansicht im Mittendisplay. Sobald der Fahrer rückwärts aus der Parkbank rollt, haben wir eine akustische Warnung der hinteren Einparkhilfe. Im letzten Schritt wird der Fahrer durch einen kurzen, harten Bremsruck vor der möglichen Kollision darauf hingewiesen. Die Funktion Ausstiegswarnung warnt den Insassen beim Türöffnen vor von hinten herannahendem Verkehr. Dabei wird der Insasse durch eine Lichtleiste in der Tür und durch eine Anzeige im Spiegel gewarnt. Der Anhängerassistent macht das Rückwärtsrangieren ganz einfach. Das System übernimmt die gesamte Lenkarbeit und ich muss nur noch mit dem Drehtrittsteller vorgeben, in welche Richtung der Anhänger soll. Soll der Anhänger nach links, drehe ich einfach nach links. Geradeaus geht einfach durch den Druck auf den MI-Drop-Knopf und das Fahrzeug hält den Anhänger gerade und fährt genau gerade zurück. Eine Frage habe ich an euch und zwar, was glaubt ihr, hat der Wagen hier gekostet, den ihr jetzt in dem Video gesehen habt? Der Grundpreis beträgt 60.900 Euro, aber ihr habt ja gesehen, hier sind einige Extras verbaut gewesen. Also was schätzt ihr, kostet der Wagen insgesamt? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und mich würde sehr interessieren, was ihr da eben schätzt. So, das war meine erste Fahrt hier mit dem neuen Audi Q7. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen hoch, also positiv bewertet. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.